Ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. In der letzten Folge haben wir die Safari-Zone besucht, sind über eine tolle Route gerannt. Ja, das war's eigentlich. Heute geht's jetzt hier in Lily Cove City weiter und ich finde erstmal einen Max Repel. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt, ehrlich gesagt, wie viele Orden habe ich? Dann müsste noch eine Arena kommen vor dem Story-Finale und die müsste dann eigentlich hier sein. Ich kenne mich nicht aus hier, also. Pokémon Trainer Fanclub. Wenn ich mal krass bin, dann sind das meine Fans da drin. Auf Deutsch, ihr kommt dann da rein. Übrigens gibt's hier anscheinend einen Rivalen. Oder gab's den Kampf? Keine Ahnung. Ich bild's mir irgendwie ein. Ich hab da sowas im Kopf. Ich würde sagen, schadet nicht mal vorbereitet sein. Moin. Was ist, wenn ich Nein sage? Okay, doch nicht. Ich hatte kurz gedacht, die akzeptiert das so. Ja, genau, deine Pokémon werden nicht besiegt, genau wie immer. Das hatten wir die letzten Mal. Ja, genau, deine toll hergerichteten Pokémon. Und du kommst mit dem wohl hässlichsten Viech an, das die Pokémon-Welt je gesehen hat. Und sehr stark ist es auch noch. Guter erster Gegner. Und noch ein Wassermon, wobei ich sagen muss, Aquana richtig nice. Aquana ist cool. Alle Evoli-Formen sind cool. Genau deswegen kann man ja mal in der Alter, macht das wenig! In der letzten Folge Walross-Edition vorbeigucken. Oder keine Ahnung, wann diese Folge kommt. Mit letzter meine ich im Fall von jetzt auf jeden Fall die 8 war's. Das wird nicht nett. Dann halt auswechseln. Reicht das? Danke! Bulbi kriegt erstmal richtig eine Respektschelle von dem Ding und krepiert mir fast weg. Oh Gott, das einzige Viech, das keine Schwäche... neben Krüppuck, das einzige Viech, das keine Schwäche hat in dieser Generation. Ich hoffe einfach, ja, dass ich es irgendwie relativ schnell wegbekomme. Und warum ist eigentlich diese Farbe so viel passender für Zubiris als die, die es normal hat? Ja, okay, das bekomme ich schnell weg. Sache ist halt die, dass ich jetzt noch einen Donnerblitz raushauen muss. Ich habe... Oh, du nervst! So. Ich habe halt nur eine Elektroattacke und sonst eine Status und eine Kampf- und eine Normalattacke. Nicht unbedingt praktisch. Ernsthaft das nächste Geistmon, aber auch mit einer Schwäche. Und zwar zum Beispiel eine Schwäche gegen Tyrann. Und das ist auch schon das letzte der toll trainierten Pokémon hier. Den Sprite finde ich aber echt cool. 34. Ihr seht, das wollte ich nicht. Overlevelt bin ich jetzt nicht gerade. Oh, ist das der Fluch, der mir jetzt... Ja, der mir regelmäßig Damage drückt. Wirkt der jetzt... Nein, der wirkt nicht automatisch einmal. Und damit war es komplett für einen Eimer. Außer der wirkt jetzt noch. Und selbst dann ist es unnötig, weil ich gehe gleich zum Pokémon Center. Nee, wirkt nicht mal. Nein.
Der Kampf auf Route 8 hat mir nicht geholfen. Mein Pokédex ist irgendwie nicht so weit. Also, dass du ein Pokédex vor mir fertig hast, glaube ich dir sogar. Wer bist du? Und du? Er verkauft Kunst. Hier ist das Museum. Der Knopf ist der richtige. Ist das das Einkaufscenter? Sieht so aus. Ja, Lotto. Warum bezweifle ich das? Keine einzige. Jawohl. Boah, wäre halt schön, wenn es hier irgendwo einen Tipp gibt, was es wo gibt. Ich würde sagen, ich brauche mal... Ich hole mir mal ein paar Supertränke. Oh, warte, hier gibt es inzwischen schon Max Potion. Wobei ich sagen muss, die lohnen sich halt nicht. Keins meiner Pokémon hat im Ansatz 200 Max HP. Ich suche vor allem nach TMs. Ah ja, und hier vielleicht mal ein bisschen. Ja, okay, ich habe schon einiges. So. Ja, ich dachte, hier wird mir vielleicht auch gesagt, was auf welchem Stockwerk ist, aber das ist halt ein bisschen dumm. Hier gibt's uff, so ein Zeug. So ein Zeug. Nicht dahin, sondern dahin. Es gibt hier ein TM, schau. Ah. Das sind so Lichtschild und sowas, die hier. Und du verkaufst du Angriffs-TMs? Feuersturm? Donnerblitz? Oder nee, ist das Donner oder Donnerblitz? Das ist gerade die Frage. So oder so, ich denk mal, gönn ich mir die einfach mal. Blizzard ist das hier auf jeden Fall. Ein Blizzard nehme ich mir mal mit. Hyperstrahl brauche ich nicht. Ich würde sagen, ich gönn mir ich hab das Geld. Mal gucken, ob ich irgendwas machen kann damit. TMs und TMs. Das hier ist das, was ich mir gerade gegönnt habe. Aha. Ich denke, das könnte... Tyrann kann das, okay. Ich muss mal überlegen. Ja, das ist Donner. Ich weiß halt nicht. Ist das vielleicht sinnvoll hier auf Stecken? Warum kann Tyrann das alles? Wenn du mir sagst, dass der auch noch Blizzard kann. Was ist denn mit dem Jungen? Blizzard habe ich aber schon gehofft, den würde ich gerne auf Günther tun. Und zwar für Kratzer. Ja, jetzt gucke ich mal kurz das Moveset an. Ich meine, Tyrann kann hier alles. Was ist mit dem Jungen los? Und ich sag's mal so. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da ist jetzt nur die Frage, was ergibt mehr Sinn? Ich würde eigentlich sagen Fire Blast, oder nicht? Ja, doch, genau. Donner wäre dann schon eher noch für Blitzer. Und dafür würde ich Quick Attack rausnehmen. Ich mach das so. Oder? Nee, Double Kick. Der macht halt nichts. Vulko hat halt schon einen sehr starken Feuerangriff. Und ich weiß, Donnerblitz hat Steckdose auch, aber
Das Problem ist, dass der halt wirklich nur Donnerblitz hat. Hier gibt es, glaube ich, Souvenirs. Also, das ist das letzte, ja. Und nicht mal von Pokémon, von denen ich im Real Life irgendwas wollen will. Am ehesten noch das hier. Am ehesten Schwablu. Und ich nenne das Ding immer so. Und du verkaufst Kissen. Wo ist denn da? Ach so, das ist. Ah. Das ist an Zubiris angelehnt. Ich dachte, du meinst damit zum Exit, So, dann würde ich sagen, nochmal ins Pokémon Center reinlunzen. Und dann mal gucken, wie ich jetzt weitermachen muss. Wer steht vorne? Bulbi. Und wer kommt nach vorne? Steckdose. Alle außer ihm sind auf 33. So, was muss ich hier jetzt machen? Wir haben ja diese Dinger. Diese Dinger vor allem, Alter, läuft bei mir. Respektvoller Umgang. Buff-Deleter. Ah ja, der labert mich zu und gibt mir eine Beere. Was ist das für ein Haus? Hat das irgendeinen Sinn? Fetter Mensch. Warum nicht? Dürfte Schlafrede oder sowas sein. Oder halt Erholung, genau. Aber Erholung ist nicht so die beste Attacke für mein Team. Da sind Weilmar. Dann würde ich mal sagen, wenn du nicht willst, dass wir hier lang gehen, gehen wir mal in diese Höhle, die hier aus irgendeinem... Ach, hier gibt's auch Desbutalel. So. In diese Höhle, die hier aus irgendeinem Grund ist. Oh, Aqua-Versteck. Was willst du? Bist du dumm? Er geht auf Route 122 zum Berg. Warum sage ich dir nicht? Wo ist er? Sage ich doch nicht. Gutes Teamwork, Leute. Wo ist Route 122? Jetzt kommt erstmal der Teil. Das hatte ich schon ganz vergessen, dass es das überhaupt gibt. 122 ist das hier, ja. Das ist da, wo das Schiff... Das Schiff war da, ja. Schnauze, Windows! Mein Rucksack. Wirklich? Naja, ist jetzt nicht so, als ob ich das irgendwie nutze. So. Dann speeden wir zurück. Hier habe ich inzwischen alle Trainer besiegt. Das Viech hält es halt noch für nötig, mich aufzuhalten. Hier. Mount Pyapia. Genau hier muss ich hin. Hier müsste dann doch gleich eine neue Route. Ja. Aber warte. Wo kriege ich einen Taucher? Den brauche ich hier doch, oder nicht? Oder auch nicht. Aber vorher erstens, was ist das? Route 123. War ich hier schon mal? Man weiß hier nie bei der Platzierung. 118, 119. Hier bin ich lang gegangen. War ich aber auch schon mal auf der 123. Ich würde das gerne gerade ohne einen Trainer zu rennen überprüfen.
habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, ob ich hier nochmal hin muss. Also, ich fang das Ding jetzt auf jeden Fall mal. Ich weiß nicht, ob du mein Encounter bist. Das ist hier gerade der Punkt, wegen dem ich Bescheid wissen will. Ich habe irgendwie Angst. Komm, das tötet doch nicht One-Hit, oder? Das ist ein Metagross. Oh. Komm. Nestball. Hier ein Ultraball. Metagross für die Backup-Box wäre halt echt geil. Okay. Zeit zum Spulen. Ich glaube, das wird nichts. Ah, jetzt noch das. Bulbi, du hörst noch einschläfern. Ja, klar. Okay, trifft. Ich glaube, das kriege ich nicht. Ich treffe nochmal, aber ich muss sehr aufpassen. Jetzt noch einer. Und jetzt lieber wechseln. Ich gehe nochmal auf Fragezeichen, man. Was für Verwirrung! Nicht dein Ernst. Und damit ist es passiert. Der erste Tod, nachdem die Randomizer wieder an ist. Oh Gott, ist das belastend. Ich muss sagen, ich habe eigentlich sehr sicher damit gerechnet, dass, vor allem ein Crit, dass Steckdose der erste wird, der stirbt. Aber, okay, Fragezeichen, man, habe ich zumindest selber immer als schlechtestes Teammitglied angesehen, muss man ja ehrlich sagen. Jetzt habe ich auf der Route hier so oder so nichts mehr, warte. Ich habe aber meinen Flugsklaven nicht dabei. Ich muss jetzt hier sogar noch in den Kack-Doppelkampf. Oh, das ist jetzt gerade so belastend, ich hätte nicht auf diese Route gehen sollen. Ja, das Team lasse ich so. Ja, ich muss mal meinen Frust gerade an euch auslassen. Ja, benutzt nur Flug-Pokémon gegen meine Steckdose. Hätte ich nichts gegen. Ja, das Ding rechts habe ich ja in der letzten Folge für die Backup-Box gefangen. Ich muss mal gucken, wen ich jetzt dafür reinnehme. Ich meine, ich habe halt auch nicht gerade viel in der Backup-Box, soweit ich weiß. Und vor allem nichts Gutes. Die Sache ist, die wäre jetzt aber auch nicht viel besser, wenn ich mir einen Magnine gefangen hätte, sage ich mal. Ja, genau, Flug-Pokémon, sagte ich. Ja, kannst du gern nutzen. Jetzt erstmal, ich hoffe, das Ding rechts krepiert. Oh! Aber das könnte jetzt wirklich ein Game-Changer sein. So komplett aus dem Nichts. Auf einmal ist ein Teammitglied weg. Das ist jetzt wirklich eine schwierige Situation, um das zu handeln. Vor allem wird das Pokémon-Fangen jetzt schwieriger, wo ich keinen Trugschlag mehr im Team habe. Und ich habe... Ach Gott, der hatte eine VM... Ich muss mal gucken, ob vielleicht Libeldra auch Zerschneider erlernen kann. Dann muss. Oder.
Oder nee, Fragezeichen, man kann kein Fliegen, ansonsten hätte ich das ins Team genommen. Ja, ich mache einfach den da. Krepieren tust du eher am Ende dadurch. Jedenfalls bin ich mir schon sehr sicher, dass das reicht. Ja. Ich bin gerade belastet. Obwohl, nee, war das Problem nicht, dass du das gerade nicht konntest. Ah, ich muss echt gucken, was ich so hinkrieg. Wie ich das mit den VMs jetzt regel. Och, noch ein Doppelkampf. Ihr wollt mich doch im Viereck verarschen. Ich spule hier jetzt. Ihr habt keinen Bock hier auf ewige Onyx und Goldini. Was wollt ihr denn von mir? Zack, eins weg. Was schicken sie rein? Meditje, oh, Onyx tot. Meditje halbtot. Oh, Meditje tot. Oh, Makago auch tot. Was eins Kampf. Alter, könnt ihr mal aufhören, mich alle einzuspeichern? Ja, was kann ich denn aus meinem Rucksack rauswerfen? Ich hab ne Idee! Was brauche ich noch nicht? Ich geb Geld, aber ehrlich. Ich weiß halt nicht, ob auch alle Teile zusammenzählen von der Box. Wenn ja, würde ich ja hier jetzt mal ein bisschen aufräumen. Von den Dingern habe ich viel. Poke-Zeug-Ingredient. Kannst mich mal, ich behalte mal eins von jeder Spezies, bei der ich nicht denke, ich nutze mal auf Deutsch Oranberry. Ich habe ja auch meine Top-Heiler da, also warum sollte ich sowas nutzen? Ja, okay, das behalte ich mal. Sorry. Da habe ich schon was im Kopf. So, Donnerblitz beschwere ich mich ja immer, dass der so wenig hat. Lasst mich weggehen. Bin am Aufnehmen. Also. Ich will jetzt einfach zur nächsten Stadt und mir meinen Flugsklaven holen. Hier lang ist schneller. Um dann wieder dahin zu fliegen, wo ich wirklich hin muss. Pokémon. Wow! Schön, dass ich so eine große Auswahl habe. Das hier sind Viecher, die ich nicht mehr nutze. Hier, das ist Graveyard. Graveyard passt nicht mal rein. Dann nenne ich es einfach Grave. So, und damit ist mit dem Starter das erste Pokémon offiziell raus. Was hoffentlich selbstverständlich ist, ist, wer jetzt den EP-Teiler bekommt.
So. Dann muss ich beten. Not able! Und ich will eigentlich an Bulbis Moveset nicht rumfuschen, muss ich sagen. Und Günther auch nicht. Gott, ist das mies. Ich bräuchte echt einen VM-Sklaven, der das Zeug kann. Aber am ehesten kann ich's echt noch bei Bulbi verkraften. Irgendwie dachte ich immer, die Attacke wäre ziemlich stark. Okay, ich kann's mehr als verkraften. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte eigentlich, dass Rankenhieb irgendwie 80 Stärke oder so hätte. So, fliegen. Also, um das nochmal jetzt kurz zusammenzufassen. Ich bin auf die Route 123 gegangen, in der Hoffnung, ein neues Pokémon zu bekommen. Musste dafür aber die Route ablaufen, um wieder zur Route 118 zu kommen. Ich muss ich hier so markieren. Aber ich habe sogar einen guten Encounter bekommen. Das Problem war, er ist nicht mitgekommen. Stattdessen hat er eins meiner Teammitglieder ausgelöscht. Ich sag's so, wir kommen gleich in ein neues Gebiet, auch wenn wir heute dann nicht mehr viel machen. Ich hoffe, da gibt's nochmal so einen ähnlich guten Encounter wie gerade auf der Route, nur diesmal, dass er mitkommt. Ja, und auf der 122 habe ich auch noch keinen Encounter, also... Enton. Es ist halt so, ich habe schon ein gutes Wasser-Pokémon. Ich nehm's mit, falls Günther was passiert, aber... Boah, vor allem das ist jetzt belastend. Das Ding wird safe durch alles sterben. Hier, dir macht's am wenigsten Schaden, denke ich mal. Und das hier dürfte auch, ja. Du tankst noch ein. Ah, in die falsche Richtung. Hier, ich bleib mal beim Superball. Reicht ja für Ente. So, da bleibe ich jetzt einfach bei Caps Lock. Ente! So spricht man das jetzt auch aus. Man spricht sich Ente, man spricht's Ente! Ja, ist okay, aber nehme ich nicht ins Team. Und hier sind wir jetzt im Mount Pyre. Und der nächste Encounter. Nächstes Wasser-Pokémon. Moin, Baldor. Also, ich fang dich jetzt, aber nur aus Meme. Benutzen werde ich's nicht. Och Gott. Ding macht mehr Schaden als ich, also nein. Selbe Taktik wie gerade eben. Okay. Mach nicht Auge, Brudi. Mach kein Auge. Mach kein Auge. Oh, wie gern ich jetzt gerade einfach... Ja, jetzt erstmal 20.500. Okay, ich habe gedacht, ich verfehle 18 Runden lang. Komm. Dankeschön. Ah, aber halt immer noch nur Wasser. Immer mehr. Ich habe aber irgendwie jetzt voll Angst. Es lief neulich erst beim YouTuber, den ich gucke, goldene Kameragewinner, falls jemand es wissen will. Habe ich eine Randomizer gesehen, die neulich kam. Der hatte auch das Problem, dass er nur Wasser-Encounter bekommen hat. Und am Ende in der Liga hatte er das Problem, dass er keine Wasser-Pokémon hatte. Ja, ich würde sagen, wir besteigen den Mount Pyre beim nächsten Mal. Es lief nicht wirklich gut heute, muss man sagen.
Aber vielleicht erhöht das jetzt ja mal die Spannung. Mal schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.